So, die Tasche ist gepackt. Auf geht's nach Wuppertal. Tschö, Bobby. Der versteckt sich ja nimmer hier unterm Tisch, weil er ganz alleine ist. Ich habe den Fernseher angemacht, damit er etwas Fernseher guckt, und zwar den Danny 25. Fürs Date. Da kann er auch vielleicht was lernen, um eine Freundin zu kriegen, oder Bobby? Willst du eine Freundin, Bobby? Och man, vielleicht finde ich auch einen in Wuppertal. Dann hast du auch eine Baldfrau wie ich aus Wuppertal. Pass auf das Haus auf, okay, mein Schatz? Tschüss, Bobby. Hallo, liebe Leute, da bin ich wieder. Es ist Freitag und es ist wieder Kochtag. Also, wie ihr wisst, es ist Freitag. Dadurch, dass ich meinen Verlobten nur am Wochenenden sehe. Voll fake. Scheiße. Heute ist mal wieder Freitag und das heißt, dass Sally und Aleko wieder zusammenkommen. Jasina, jagt mal ja! Komm mal her, nimm mich auf! Hallo liebe Leute, heute ist wieder Freitag und das heißt, Sally und Aleko kommen wieder zusammen übers Wochenende. Bevor mein Schatz hier ist, wollte ich ihm etwas Schönes kochen, was er auch mag. Und zwar Königsberger Klopse mit dem Thermomix 5. Reinpacken hier. Boah, mein Kofferraum sieht hier wieder geil aus. Ach ja, da ist Helens Adventskalender. Da hat ihr natürlich jetzt ein paar Türchen nicht öffnen können, weil ihr nicht in Aachen war. Naja, den kriegt sie dann gleich. Also dann, bis in Wuppertal. So, Zieleingabe, Favoriten und ab zu meinem Baby-Home in Wuppertal. So, wir sind angekommen. Ich mach dir die Tür nicht auf, guck dir die. Hallo, guten Abend. Ich wollte dir nur ein Paket abgeben. Ach, danke schön. So, damit du deine verpasste Tage aufmachst, ne? Will ich mal fragen, ne? Ja, also dann bis nächste Woche oder so, ne? Genau. Ja, dann. Schön, dass ich dann hier war, ne? Ja, danke. Hab dich gar nicht vermisst. Danke, dass du tschüss. Ich hab dich wirklich vermisst. Wo bist du denn? Hallo. Oh, ups. Ich so, Leute, die Köstlichkeit wurde vorbereitet von Zellen. Mein Gott, riecht man das durch die Kamera? Riecht man das? Und die nächste Köstlichkeit ist auch schon auf dem Tisch? Riecht man das? Dekorierst du gerade meinen Teller, was ich esse? Wie viele Kartoffeln willst du noch? Willst du noch? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt nicht. Das sind Pärchen. Das müssen. Ja, genau. So, dann lernen die sich gleich kennen, weißt du, die reden. Wisst ihr was? Und danach die ersten Hater werden schreiben: Wieso packst du dein Essen mit Finger an? Ja, ja, weil mit Finger habe ich mehr
das Gefühl. Und das ist mein fertiger Teller. Guck mal, die sind jetzt alle zusammen hier mit Soße und Tuscho. Guck mal, Leute. Und wie schmeckt es? Ich bin schon am Essen, weil das so lecker ist. Bravo, der Schatz. Ich sag dann einfach nur guten Appetit. Auf Wiedersehen, Kaliorixi. Also ich esse jetzt meinen Brokkoli auf Ex. Das ist Ex. Nachtisch. Lecker. Mandeln. Gebrannte Mandeln. Sind gebrannte Mandeln eigentlich gebrannt? Also wirklich so gebrannt, dass die gebrannt haben und die müssten das dann irgendwie mit dem Feuerlöscher löschen, damit das Feuer gelöscht wird. Heißen deswegen gebrannte Mandeln? Werden die eigentlich in Aachen Brand hergestellt? In Aachen Brand? Wer das nicht kennt, Aachen Brand, ein Ortsteil. Dort werden die gebrannten Mandeln Aachen brandet. Ich möchte etwas reklamieren. Ja? Hier ist kein Zucker drauf. Hier auf der anderen Seite aber schon. Richtig unverschämt. Das geht so nicht. Wieso bezahle ich sowas? Geh, verlang deinen Cent zurück. Ja. Ich werde fertig. Wie war so eigentlich die Tage, wo wir uns nicht gesehen haben? Wie war die Woche für dich? Erzähl mal. Voll stressig. Ja? Ich weiß nicht warum, aber der Tag ist immer so schnell vergangen. Am nächsten Tag musste ich dann immer so früh aufstehen. Ich habe 2 Mal in der Woche verschlafen. Habt ihr mitbekommen? Sie hat kein einziges Mal erwähnt, dass ich ihr gefehlt habe. Frag mal, wie meine Woche war. Wie war deine Woche? Du hast mir sehr gefehlt. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Ich hatte nur schlechte Laune. Ich hatte Sehnsucht und bin froh, dass ich jetzt wieder bei dir bin. Ich habe ihn natürlich auch vermisst, Leute. Also nicht, dass ich ihn nicht vermisst habe, ne? Aber wenn er mich fragt, wie war die Woche für dich? Was soll ich denn dann sagen? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Also, das war jetzt der Beweis. Schön, dass ich erzwungen habe, dass mal was Schönes und Nettes kommt. Also dann, tschüss. Welches sollen wir in unsere Wohnung nehmen? Das oder das oder das? Das habe ich heute geholt. Alle mitnehmen. Nehmen wir alle mit? Ja. Na also, haben wir das Problem gelöst. Das kommt in unser Dings. Vor dem Baum, wegen Geschenke. Das können wir bei uns drinnen an die Tür, wenn die Leute von uns gehen. Und das für Leute, die uns zu uns kommen, beziehungsweise an unserer Tür vorbeigehen. Dann kann sich jeder angesprochen fühlen. Jetzt haben wir aber nur ein Problem. Ja. Was tun wir auf der Toilette? Eine Kerze. Eine Kerze, falls das Licht ausfällt und man dann sieht, wo man dahin zielen sollte. Wir haben alles gelöst. Wohnung, wir kommen. Ich sitze hier in Celens Zimmer, denn die bereitet hier noch was gerade vor, was sie euch gleich so stolz präsentieren möchte. Denn wir befinden uns ja hier in der Weihnachtszeit. So, dieser Weihnachtsmann einen Salto machen oder so. Was? Wie nennt man das? Warum der Weihnachtsmann einen Salto macht? Leute, macht er einen Salto? Der hat irgendwelche Krämpfe, der Arme. Warum hat er die Hände nach hinten? Ich glaube, sein Genick ist gebrochen. Last Christmas, I break my neck. And my hands are also broken. And I'm the Krüppel-Weihnachtsmann. This year, I... So, der ist jetzt weg. Das ist unsere Erinnerungsecke, was sie hier schön gesammelt hat. Also... Den kennt ihr? Mein 30. Überraschungsgeburtstag. Da bin ich 30 geworden und da war ein Überraschungsgeburtstag für mich. Unsere Verlobung, Verlobung Istemessers, ist das so richtig? Ja, stimmt. Ja, und das waren alle Besucher, die da waren, die haben nochmal auf die Karte unterschrieben mit einem Bild von dem Abend, von dem Tag. Dieser Mann mit diesem Anzug hier. Ja, aber okay, du bist auch eine Puppe, das weißt du doch. Ja, und hier ein schönes Sammelposter von meinem Schatz. Das war an der Verlobung auch, ne? Ja. Guck dir mal bitte dieses Bild an. Da haben wir im Supermarkt in Griechenland einfach mit Spielsachen Star Wars Kampf gemacht. Lichtschwerterkampf. Ich habe gewonnen, weil durch den Größenunterschied konnte ich problemlos ihre Körpergröße noch einmal verkleinern. Ja, sag tschüss, ich gehe jetzt, ich bin beleidigt.
Nein. Ich werde immer gemobbt wegen meiner Größe. Das war auch schon damals in der Schule so. Nein, du bist klein, aber fein und süß. Meine Hübsche. Boah, zeig mal kurz deine Augen. Leute, die wunderschönsten Augen der Welt. Krieg ich mal auch ein Kompliment? Ja. Ich will auch so groß sein wie du. Das habe ich zum Geburtstag gekriegt. Mhm. Von meinem Verlobten. Von unserer Verlobung. Und nächstes Jahr ist die Hochzeit, Leute. Freust du dich? Ja. Ehrlich? Ja. Bist du glücklich? Oh. Die Leute werden mich jetzt auslachen. Vielleicht wisst ihr schon, was das eigentlich ist. Das ist eigentlich ein Türstopper. Aber ich benutze das als Kissen. Weil hier hinten ist ja das Treppenhaus und dann kommt immer so die Kälte. Und deswegen, normalerweise habe ich immer hier so Kissen. So und so. Aber ich habe keine Lust darauf, deswegen wollte ich was Schönes haben. Und zwar das. Türkische Patent. Dann kommen wir jetzt zu deiner Weihnachtsecke. Genau. Jetzt kommt das große Highlight, den Celens Weihnachtszimmer-Show. Und zwar in 3, 2, 1. Fröhliche Weihnachten. Hier sind die Rentiere. Und der ist ein Weihnachtsmann. Guckt euch diese Disco da hinten an. Da geht die Party ab. Da kommen dann alle mit Eintritt heute Ladies Night 5 Euro nur. Hier ist Einlass zur Party. Das sind die kleinen Türsteher. Und hier ist der große Türsteher. Guten Morgen, Kalina. Guten Abend. Good morning. Willkommen bei der zweiten Kochshow von Sally. Heute geht es darum, dass ich Spiegelei in der was das Maskas Paprika mache. Mm. Oh mein Gott, wir müssen Schafskäse besorgen für meine Mutter, weil Stimmt. Diese Schafskäse, das gibt es nur hier in Wuppertal, weil die Griechen sind hier viel mehr, Malaga. Du weißt, weil die Nachen ist zu viel. Kleine Mirmingis! Heute werden wir nach Dortmund fahren, weil dort ein schöner großer Weihnachtsmarkt ist, mit dem größten Weihnachtsbaum in Europa, meine ich, ist das, ne? Okay, ich hab Hunger, das dauert mir viel zu lange, ich hab Hunger, der Tisch ist fast gedeckt. Wie lange braucht das noch? 6 Minuten. Okay, das Resultat ist... Riecht man das, Leute? Helen braucht wieder 50 Jahre, bis sie sich verabschiedet. Weil wir gehen jetzt das Schafskäse holen, bevor wir nach Dortmund fahren. Ne? Kommst du mal endlich? Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, jetzt aber ganz schnell da rein, holen das Zeug und fahren weg, weil ich stehe hier im kompletten, absoluten Halteverbot. Ich hoffe, irgendein Polizist guckt sich das Video an oder Ordnung. Ja, danke, weißt du, weil sie während der Fahrt lieber das Mashup da nachsingen musste, anstatt mir zu sagen, wo ich abbiegen soll. Ich kenne ja die Stadt in- und auswendig, weißt du? Zu sagen zu deiner Verteidigung. Hallo. Der Käse ist gekauft. Zeig mal bitte, welche wir meinen. Schleichwerbung. Verdammt, Käse, Vassili. Vassili! Es ist Zeit zu gehen, das ist die Uhrzeit, die wir jetzt haben. Denn wie ihr seht, wir sind 1, 2 und Tor. Wer ist das eigentlich? Weiß man das? Das ist jetzt diesmal meine Schwester. Ja, jetzt ist Schwesternwochenende Nummer 2. Und ja, wir steigen in einen Ferrari ein. Denn jetzt geht's ab nach Dortmund! Zu dem größten Weihnachtsbaum der Welt. Tschüss! Jetzt die Mütze ist an, denn
Wir haben unser Auto da geparkt, denn jetzt geht's mit dem Zug nach Dortmund. Denn sie hat ein Ticket, sie hat ein Ticket und einer kann mich schon mitnehmen und ich war umsonst. Das, was wir jetzt hier sparen, gehen wir gleich im Weihnachtsmarkt für Essen ab. Opa Grill, ohne Witz, beste Döner, was ich gegessen habe. Diese Dönerbude wurde zur besten Dönerbude mit dem besten Döner im ganzen Nordrhein-Westfalen gewählt. Sie waren auch schon im Fernsehen. Hier, wir lassen den Weihnachtsmarkt, wir gehen jetzt essen, ne? Genau, tschüss. Kurze kleine Geschichte. So Leute, wir befinden uns hier gerade unter der Brücke von der Schwebebahn. Und das soll immer Unglück bringen, wenn eine Schwebebahn über dir fährt. Dadurch, dass ich sowieso vom Unglück getroffen wurde, warte ich jetzt hier, bis eine Schwebebahn vorbeifährt, damit ich wieder mein Glück erreiche. Dann kannst du lange warten, weil die Schwebebahn fährt nämlich nicht bis Neujahr oder so. Okay, dann bleib ich bis zum Neujahr hier, okay? Was ist mit Tuffy passiert? Wer ist Tuffy? Und warum? Tuffy ist ein Elefant, der war in der Schwebebahn, um zu testen, wie viel Kilo es aushält, die Schwebebahn meine ich. Und dann ist die Schwebebahn mit Tuffy drunter. Oder Tuffy ist aus der Schwebebahn rausgefallen. Genau. Irgendwie einfach eiskalt hat er den Körper gemacht. Er und war deswegen Playboy ist Tuffy gestorben. Der Arme. Also ein Andenken zu dir, Tuffy, eine kurze Schweigesekunde. Okay, ciao, wir müssen weiter. Weihnachtsmarkt, wir kommen. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Ne, Leute? Genau. Schaut euch mal diesen Adventskalender an. Riesig. Hinter einem dieser Türchen habe ich Selen auch schon gefunden, am Anfang Dezember. Ich glaube, Tag 1 war das. Und seitdem klebt die an mir. Und heute war Tag 14 und da ist rausgesprungen die Person, die die Kamera hält. Also ich. Größte Weihnachtsbaum der Welt. In Zellengröße, der Größe. Naja, wir gehen mal weiter den richtigen suchen, oder? Leute, Essenspause, bevor es zum Weihnachtsmarkt geht, denn wir haben Hunger. Ich esse Chinesisch. Italian girl? Yes. And? Indian girl. Chinese man. Ting tang tang. Als ob Selen da rumgespielt hätte. Und wie deine Haare fliegen. Was ist denn mit dir los? Ich mach mir jetzt einen Duft. Schatz, du nervst. Du nervst. Wie sieht das aus? Gut? Joa, so ganze Kombination. Ist echt? Okay. Winterfit? Ja, und das würde ich dir auch holen. Dann als Oberteil. So passt alles. Aber sowas steht dir. Das passt doch. Meine Minimaus. Boah, das hält die Ohren voll warm. Ja. Was suchst du hier in der Kindergröße? Meine Größe. Deine Größe? Hast du hier was gefunden? Selen trägt Kindergröße. Ich glaub's nicht. Und es passt. Kennt ihr das, wenn ihr hier immer an den Kerzenständern vorbeilauft und alle Kerzen riechen müsst? So wie die zwei hier. So Leute, wir haben die passende Mütze gefunden und zwar... Und wie fühlst du dich? Gut, mir geht's gut. Ich bin hier aus Russland gekommen, aber es ist ja nicht so kalt wie in Russland. In Russland würde ich so, glaube ich, durchgehen als eingewanderter Griechen-Russe. Doch einfach nur ein bisschen Wort geben. Player. Playboy, sag mal bitte jetzt. Habe ich jemals gesagt, dass ich verliebt bin? Nein, weil ich nicht so eingebildet bin wie er. Aber er ist so selbstverliebt und eingebildet, Leute. Wieso bist du so süß? Er zieht einfach seine neue Mütze an. Ei, jedem. Ja. Ei, jedem. Ei, ja. Was ist das denn wieder? Rosinenbrot war eben unten. Kannst du mit zum Test mitnehmen. Das riecht irgendwie wie Trockenfutter von unten. Trocken was? Trockenfutter von unten. Hier riecht. Schatz, ich habe ein Auto für dich. Du kannst auch gerne in Rot haben. Ich glaube, Brot steht dir mehr, ne? Ja.
Oder der Oldtimer da hinten. Du kannst ein Audi nehmen. Machen wir ein Rennen hier durch den Weihnachtsmarkt. Leute, seid ihr gespannt auf den größten Weihnachtsbaum der Welt in Dortmund? Hallo, ich hätte gerne einen Termin bei Ihnen. Ich dachte, hier wäre ich bei der Bank. Also Sie haben geschlossen. Ja. Ist denn die nette Kollegin nebenan da frei? Oder ist hat die schon... Sie oder? Arbeitet nicht hier, ich habe sie gerade gekündigt. Ach so, Sie sind gekündigt. Ja. Darf ich fragen, warum Sie hier rausgeflogen sind? Weil ich immer mit meinem Handy beschäftigt war. Ich habe sie per WhatsApp gekündigt. Per WhatsApp? So, kurzer Zwischenstopp für die Damen. Einmal Crepe. Und für mich noch einen warmen Kaffee, Leute, weil es ist echt kalt. Was machst du denn? Sag mal. Kaugummi wegmachen. Oh, wieso ist Kaugummi an deinem Handy? Ist weg. Ist weg? Ja. Passt du jetzt bitte das nächste Mal auf, wenn du Kaugummi isst? Ich esse kein Kaugummi, ich kaue Kaugummi. Meinen letzten Schluck von Kaffee. Als Erinnerung aus Dortmund, ne? Da ist noch was drin. Ich muss immer noch zum Friseur, Leute. Nächste Station: Wuppertal-Oberbarmen. Umsteigen. Schöne Schlaffrisur hast du. Deine Palme da auf dem Kopf. Okay, komm, lassen wir sie noch weiter schlafen ein bisschen, mein Baby. Weißt du, wieso ich das singe? Es schneit draußen. Es liegt Schnee. Ich gehe so lange Schnee anbauen, bis du kommst. Okay. Tschüss. Guten Morgen. Ich bin ein Ei und ich warte aufgegessen zu werden. Hallo, ich bin ein Sandwich mit türkischer Käse, Kaschkawal und Salam. Hallo, ich bin türkischer Salam, Wurst. Und ich warte auch darauf gegessen zu werden. Hallo, ich bin türkische Olive. Ich warte auch darauf gegessen zu werden. Riecht ihr die? Ich bin ein grüßer Käse und warte darauf, aufgegessen zu werden. Darf ich vorstellen? Madame Minik? Madame Tweety. Oh. Wow, bist du hübsch. Wow. Das sind die zwei Babys von Zellen. Sie hat die mehr lieb als mich. Das erlaube ich ihr aber. Weil die sind doch süß. Oh, fuck. Mittagszeit, Essenszeit und hier ist eine türkische Spezialität. Riecht man das? Es ist Essenszeit. Das ist Aleppo-Portion. Das ist Selen-Portion. Ich werde traurig. Weil es der letzte Bissen, dann habe ich nichts mehr. Lass du. So Leute, das war's wieder zu unserem Wochenendvideo, weil er fährt jetzt wieder nach Aachen. Es ist Zeit. Genau, zum Abschied nehmen. Wir sehen uns diesmal nächste Woche erst am Samstag. Mhm. Dafür aber bis zum zweiten Weihnachtstag. Hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Genau. Danke auch, dass ihr überhaupt zuguckt. Dankeschön, wenn ihr euch auch zum zweiten Mal unser Video jetzt angeguckt habt. Das erste und das zweite. Auch noch ein großes Dankeschön. Habt ihr vielleicht bemerkt, beim Intro, die Musik, die da war und auch jetzt gleich im Outro, der hat uns mein guter Freund Jimmy Balkani gemacht. Dann danke nochmal dafür. Das hat uns im Video nämlich gefehlt. Schaut euch ihn an. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende, ob mit uns oder ohne uns. Bleibt bis dahin gesund. Kauft schön eure Weihnachtsgeschenke. Kauft eure Weihnachtsgeschenke. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.